schnell, Ankündigung für Rocket League Season 9. Was? Was? Wie ich gerade ganz professionell erfahren habe, ist der neue Rocket League Season 9 Trailer endlich da. Das heißt, wir können jetzt einen Blick auf die Rocket Pass Items, Turnier Items und die neue Map werfen. Oh ja. Aber natürlich seid auch ihr gefragt, schreibt mir gerne in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir natürlich gleich zusammen alle Items genau angeschaut haben, wie ist euer Hypometer bei der neuen Season 9? Ich muss sagen, dieser Bild-Teaser macht auf jeden Fall schon Laune auf mehr. Denn dort sehen wir eine von 4 möglichen Varianten des neuen Autos, und zwar der Emporio. Okay, das kann man, glaube ich, ein bisschen cooler announcen, oder? Und zwar eines von 4 neuen Varianten des neuen Autos. Bevor wir jetzt gleich aber alles ganz genau durchleuchten, durchleuchtet gerne meinen Partner Arrel.exchange. Dort kosten 2000 Credits ungefähr 11 Euro, wäre doch ein guter Preis für den neuen Rocket Pass, oder? Das Einkaufen geht dort auch super simpel, hier ein kurzes Beispiel dazu. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code ANYART nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. So, alles klar, ich bin ready. Wir schauen jetzt den Trailer für Saison 9 von Rocket League. Oh ja, ich freue mich richtig. Let's go. Was sehen wir zu Beginn? Wir sehen, die Türen öffnen sich für die neue Map, die Kugel zerbricht und die beiden Drachen entfalten sich. Denn das wird auch die neue Map sein, wie man hier schon schön sehen kann. Es wird Forbidden Temple Ice and Cold. Und ich bin ehrlich zu euch, diese Map wird, glaube ich, unfassbar geil. Wir sehen hier die kalte und hier die warme Seite und wir sehen auch, ja, Team Blau, Team Rot. Es passt auch farblich und da sehen wir Saison 9. Es sieht schon ziemlich geil aus und ich finde das Thema Ice and Cold auch wirklich super spannend. Vor allem, wir haben auch das Thema Ice and Cold bei den Turnierbelohnungen. Und ganz ehrlich, wenn da jetzt wieder ein Scheiß reinkommt, dann bin ich raus. Die beiden Drachen und das Thema Ice and Cold wirkt einfach so unfassbar geil. Wenn du mir dann als Dachaufsatz ein Wasserglas mit Eiswürfel hinsetzt oder einen Grill mit einer Bockwurst drauf, weil das wäre ja auch irgendwo ziemlich Feier? Wehe, Psyonix. Wehe. Okay, die beiden Autos und die Drachen prallen aufeinander. Wir sehen hier den Emporior 2, gefroren Version. Wir sehen dann hier Emporior 2, verbrannt Versionen. Es gibt also 4 Autos. Einmal die normale Version, der Emporior, ohne diesen Schnickschnack verbrannt und eben in Eis. Und es gibt während des Rocket Passes eben auch diese zweite Version, was ich ziemlich cool finde, denn du hast dann eben 4 Autos. Der hat zwar eine Breakout-Hitbox, was sich irgendwie jetzt nicht ganz so feiere, aber ich glaube noch besser als Dominus. Dann sehen wir hier auch schon die neuen Räder. Die kann man da auch schon im Anschnitt sehen. Haben wir eben, glaube ich, auch schon bei Team Blau gesehen. Und zwar da. Das sind die neuen Räder für Team Orange und für Team Blau. Das sind zum Beispiel die Piercer Crystallized Räder. Und in der Feuerversion heißen sie Forerunner geröstet. Und man sieht da auch schon den neuen Aufkleber. Und zwar müsste das der Constella-Aufkleber auf diesem Auto sein. Sieht so ein bisschen aus wie ein gefrorenes Meer. Liebe jungen Leute, das kennt ihr nicht mehr. Gefrorene Seen und Meere. Das gab es früher mal, vor der globalen Erwärmung. Und was sehen wir noch? Den Drachen natürlich. Das sieht schon ziemlich nice aus. Also, guck mal, dieses Rot da in der Map. Das sieht schon, oh, das sieht schon richtig geil aus. Ich freue mich richtig auf diese Map. Die Lava, oh, geil, Mann. Und ja, wir können verbotene Bestien beschwören. Wir sehen da auch, das sind aber auch ziemlich nice Räder. Die Räder sind sowohl rot als auch blau, also Eis und Cold. Und wir sehen da auch schon einen Dachaufsatz. Also, kommen wir aber gleich nochmal ganz, ganz genau. Und da sehen wir es auch schon. Das hier ist die neue Torexplosion, die es auch jeweils als Feuer- und Eisversion gibt. Es erinnert mich so ein bisschen an die Cosmosis-Torexplosion, wo eben die ganze Map eingefärbt worden ist. In dem Fall wird die ganze Map eben dann eingeeist oder eben eingefeuert. Ich hoffe, mich feuert auch jemand mal an in Rocket League. Diese beiden Torexplosionen bekommt ihr aber erst ab der Stufe 95 oder eben 115 in Rocket Pass. Das kann also noch ein bisschen dauern. Aber ich muss sagen, die sehen auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Und sehe ich da etwa gerade als Antenne eine heiße Soße mit recht viel Scorville? Das habt ihr nicht wirklich gemacht, oder? Genau das meine ich. Sowas möchte ich nicht haben im Rocket Pass. Ich möchte keine Chili-Soße als Antenne. Du hast eine Season mit richtig geilen Drachen oder
Eisdrachen und der Feuerdrachen. Oh, beide bekämpfen sich richtig wie bei Game of Thrones. Ja, aber ich hätte ganz gerne eine scharfe Soße. Dankeschön. Wow. Okay, okay. Was sehen wir noch? Wir sehen die Zor-Explosion aus den Turnieren. Nein, es ist die Zor-Explosion aus dem Rocket Pass. Also es ist dann eben die Feuerversion, die man bei 95 bekommt. Die Eisversion haben wir eben schon gesehen. Und... Oh, nicht reingemacht den Ball. Du Loser. Und das da ist, glaube ich, die Zor-Explosion aus den Turnieren. Ja, so ein bisschen Eis. So ein bisschen... Man kann noch nicht so viel erkennen. Aber das Bild sagt auf jeden Fall schon viel aus. Wir sehen diese Räder, die sowohl Feuer als auch Eis ist. Die beiden Autos mit den neuen Rädern und dem neuen Decal. Und wir sehen die beiden Dachaufsätze. Und wir sehen, glaube ich, auch eine Axt als Antenne, was ich wiederum eigentlich ziemlich nice finde zum allerersten Mal. So eine Axt als Antenne, das kann ganz cool wirken. Ja, und das war's. 7. Dezember, Season 9, wir freuen uns alle drauf. Aber jetzt müssen wir nochmal einen ganz genauen Blick auf die einzelnen Items werfen. Dazu habe ich euch ja eben auch schon das neue Promo-Bild gezeigt. Wir sehen da die beiden neuen Varianten der Autos. Ich finde, das Decal wirkt richtig geil. Die Räder sehen auch ziemlich nice aus. Wir haben diese beiden Dachaufsätze, die Totenkopfschädel. Einmal als Eisversion, einmal als Feuerversion. Beide Versionen wirken, finde ich, ziemlich geil. Wenn es da nicht die furchteinflößende kleine Eule geben würde. Ja, und was wir natürlich noch sehen, sind die Turnierbelohnungen. Wir sehen dort Gecko-Räder und ein Krokodil-Dachaufsatz und wir sehen, glaube ich, auch eine Krokodilhaut-Decal in es ist furchtbar. Es ist Season um Season immer dasselbe Problem. Items für Neunjährige. Viel Spaß damit. Die Zor-Explosion im Hintergrund müsste, glaube ich, die aus den Turnierbelohnungen sein. Das haben wir eben schon mal so ein bisschen auch live gesehen. Wir haben dort aber nur die Eisvariante gesehen. Heißt, eventuell gibt es dort auch eine Feuervariante. Es gibt ja meistens zwei Zor-Explosionen. Eventuell haben wir dann eben auch da Feuer und Flamme. Feuer und Eis. So rum. Dann sehen wir hier noch rote Räder, die, ja, in eine andere Dimension führen, wie so eine Art Portal wirken. Und wir sehen natürlich auch Boosts. Die können wir uns aber natürlich am besten erst angucken, wenn dann die einzelnen Items alle draußen sind. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass die alte Map Neon Knights wieder in die Rotation kommt. Heißt, die kann man auch wieder im Ranked spielen. Sie wird, glaube ich, auch irgendwie überarbeitet sein. Zumindest kehrt sie mit neuen Beats zurück. Keine Ahnung. Ja, aber das ist die Season 9. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, wie ist eure Erkenntnis auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist ultra pompös. Ja, und wenn ihr jetzt noch Credits aufladen wollt für den neuen Rocket Pass, ihr wisst ja wo, Arrow.exchange, any art als Gutscheincode anwenden für den maximalen Support. Und dann sehen wir uns in der Season 9. Haut rein, auf Wiedersehen, bis dahin und ciao.